habt ihr akzeptiert, dass ihr wieder zurück seid? No. We never ever expect this one. Still, we didn't realize we are here. Do you feel like home in Sri Lanka? No. Not home. Our home is in Switzerland. I feel like that. 8 Jahre lang hat die tamilische Familie Sakumar in der Schweiz gelebt und gehofft, dass sie Asyl bekommt. Im letzten November ist diese Hoffnung vom einen Moment auf den anderen weg gewesen. Am 21. November, am Morgen früh, ist die Familie im Rückkehrzentrum Zengistein von der Polizei abgeholt und auf Sri Lanka ausgeschafft worden. Jetzt ist die Flüchtlingsfamilie zurück in ihrem Ursprungsland. I'm totally hopeless. I lost everything. Ich besuche die Familie ein halbes Jahr nach ihrer Ausschaffung und will herausfinden, was es bedeutet, wenn man ganz neu muss anfangen. Die Familie wohnt im Moment im Norden von Sri Lanka, in Wavunya, bei den Eltern von der Tanusika. Auch ihre beiden jüngeren Brüder wohnen noch hier. Das Haus hat einen Gemeinschaftsraum, eine Küche und 3 Zimmer. This is my room. This one room for 4 people. 3 children and me. Wir schlafen am Boden. Wir machen das im Boden und schlafen mit Kissen. Das ist normal in Sri Lanka, dass man so schläft? Ja, normal. Tanusika und Sakumar haben 3 Kinder. Die jüngste Tochter ist gerade mal 3 Monate alt. Tanusika war während der Ausschaffung mit ihr schwanger. Sie haben sie Advika getauft. Das bedeutet auf Tamilisch gutes Leben. After her birth, we have a hope. It's a little bit up from our now this situation. Die anderen 2 Kinder sind der 4-jährige Arushan und die 7-jährige Ashvika. Für beide ist Sri Lanka ein fremdes Land. Sie sind im Spital zu Biel geboren. Der Ashvika ist auch schon in der Schule in der Schweiz. Zwar bis sie in die 1. Klasse, hat Deutsch gelernt und Freundinnen gefunden. Sri Lanka bringt ihr all das wenig. Mit 7 muss sie wieder neu anfangen. Sie macht sich gerade parat für die Schule. Zwar ist sie noch mit dem Schulbus in Unterricht. In Sri Lanka geht sie mit dem Tuk-Tuk oder mit dem TÜV zum Schulhaus. Schulweg dauert mit dem Tuk-Tuk-Taxi. Es dauert 40 Minuten. Circa 40 Minuten. Aber Ashika geht mit meinem Bruder. Es dauert Motorbike 20 Minuten. Mein Bruder abholt Ashika immer. Es gäbe auch Schulen, die näher sind. Die sind aber entweder zu teuer oder haben Dokumente verlangt, die die Familie nicht hat. Das Ashika geht in dieser Schule in die 3. Klasse. Wie ist das für dich in der Schule? Nicht gut. Warum nicht? Weil die Lehrerin so schlagen uns. Züchtigung gehört Sri Lanka teilweise noch zum Schulalltag. Jeden Tag sie weint vor Schule kommen. Und weil immer Lehrerin, Lehrer, alle sind ein bisschen aggressiv und laut. Aber zweitens alles ruhig. Und Lehrer, alle sind nett. Sie will das. Ashika will, sie ist ein sensitive Child. Sie sofort weint vor alles. Der aggressivere Umgang ist aber nicht das einzige Problem von Ashika. Sie hat auch Mühe mit der Sprache. Sie versteht zwar Tamilisch, aber kann nicht lesen und schreiben. Die Lehrerin hat eine extra Arbeit für Ashika. Sie schaut 28 Kinder in einem Zeit und Ashika nur alleine mit ABC lernen. Und Ashika auch, sie denkt, ich bin separat von dieser Gruppe. Hast du schon Freunde gefunden in der Schule? Nein. Keine Freunde? Keine. Der einzige wirklich gute Freund, den Ashvika ein halbes Jahr nach der Ausschaffung hat, ist ihr Bruder, der Arushan. Mit ihm zusammen gibt es auch glückliche Momente. Die schönen Momente sind aber selten. Sorgen dominieren das Leben der Familie. Denn Sakumar hat erst kürzlich einen schweren TÜV-Unfall gehabt. Um die Operation zu zahlen, musste er ein Goldkettchen von seiner Frau verkaufen. For her is it's very important because this chain was given by
their parents. But she sold it only for me. Der Töff-Unfall ist der Grund, wieso er im Moment überhaupt bei seiner Familie ist. Er erzählt, dass er sonst in einer anderen Stadt wohne, weil er seine Familie schützen will. Darum arbeite er auch nicht. Er hat Angst, dass er politisch verfolgt werden könnte, weil sein Vater und Verwandte von ihm im Bürgerkrieg den Tamil Tigers geholfen haben. Die tamilischen Separatisten haben für die Unabhängigkeit gekämpft, den Krieg aber schlussendlich 2009 verloren. Seitdem versucht die Regierung, den Wiederaufbau der Tamil Tigers zu verhindern. Maybe they will come and catch me and they will maybe torture and maybe they will kill me. That's the panic I have. Die Angst war auch der Grund für seine Flucht vor 8 Jahren. Die Schweizer Behörden sind aber zum Schluss gekommen, dass er nichts zu befürchten hat und haben darum sein Asylgesuch abgelehnt. Seit er zurück in Sri Lanka ist, ist ihm nichts passiert. Er ist trotzdem überzeugt oder will überzeugt sein, dass er in Gefahr ist. I like to go to some, do something for my family, but this is the situation. I cannot go for the work at the moment. I want to save my life first, then only I can go. Psychisch setzt ihm Sakumar die ganze Situation enorm zu. Schon in der Schweiz war er wegen einer Depression in Behandlung. Jetzt ist es noch schlimmer. It's better to die, like living like this. But I can't leave my family. Die Familie ist in den ersten Monaten nach der Ausschaffung auf Hilfe angewiesen. Ohne die Unterstützung der Tanusika und ihren Eltern wären sie wahrscheinlich auf der Strasse gelandet. Der Vater der Tanusika geht regelmässig mit ihr posten. Habt ihr genügend Geld für Essen? Mein Vater zahlt das für alles. Aber wir kaufen nicht so viel, was wir im Moment brauchen, das wir kaufen. Wir brauchen nur im Mittagessen Reis und ein Curry. Und Abendessen Mehl, Brot und so. Was wir brauchen, nur das kaufen. Daheim kochen die Mutter und schauen dann auch aufs jüngste Kind. Und die Brüder sorgen dafür, dass im schwierigen Alltag auch der Spass Platz hat. Die Hilfe der Familien ist schön, beschäftigt aber auch. Ich bin jetzt 32 Jahre. Ich habe 3 Kinder. Andere Person schaut mir meine Familie. Ich wollte meine Kinder schauen. Wir haben keine Freedom hier. Es ist mein Land, mein Haus, mein City, aber ich habe keine Freedom. This is really shame for me. As a father, I can't feed my children properly. Also, I can't look after my family. This is really shame for me. Unterstützung bekommt die Familie aus der Schweiz. Während im Besuch läutet eine Freundin von ihnen an. Hallo, Tömer! Oh, es liegt, dass du die Haare geschnitten. Ja. Siehst du den Jungen? Sie ist noch 3 Monate alt. Wenn du auch mit einer Person in der Schweiz, weißt du, Psychologin oder so sprechen möchtest? Ich schreibe dich. Ja. Ja, ist gut. Danke vielmals. Danke, danke vielmals. Ich bin bei euch. Ja. Danke. 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 Schönen Tag, alte. Tschüss. Tschüss. Die Verbundenheit mit der Schweiz ist immer noch gross. Ihre Freunde schicken ihnen regelmässig Geld und auch Post gibt es ab und zu. Arschen! Mango! Die Kinder haben gerade eine Farbstiftekiste bekommen und die Eltern einen Brief. Ich hoffe, dass ihr euch irgendwann zu Hause fühlt in Sri Lanka. Ich lese nachher das nach. Der emotionale Brief von einer Freundin trifft einen Wunderpunkt. Daheim fühlt sich die Familie Sakumar Sri Lanka nämlich nicht. Ich wollte weinen wegen dieser Liebe, so viel Liebe und Kindness. Still, they're thinking for us. Für sie ist klar, die Schweiz ist ihre Heimat und darum hoffen sie auch ein halbes Jahr nach der Ausschaffung, dass sie irgendwann wieder zurückkommen.